Wann hat man es als Mensch so wirklich weit gebracht? Wie schafft man es, dass man mit Hochachtung umgeschaut wird und lobende Worte über einen kriegt werden? Wie kann man ein noch ein besserer Mensch werden und alle anderen übertrumpfen? Krass, Kaiser am Größten, so denken wir Menschen. Wenn wir noch besser sein, wenn wir noch mehr erreichen, wenn ich es noch weiter schaffe, dann? Ja, was ist dann eigentlich? Dann geht ja eh wieder weiter, das nächste höhere Ziel, die nächsten Stufen erklimmen, noch besser werden. Was dabei größer wird, ist aber eigentlich in so Ego. Ich muss schmunzeln, wenn ich mir kleine Kinder vorstelle, wie sie überzeugt von sich sein und stolz sagen, wie groß und wie stark sie sein und jeder einzelne meint, dass er der Beste ist. Ja, wir können leicht schmunzeln, weil wir genau wissen, dass sie sich selber überschätzen und bei der nächsten schwierigen Situation nicht wieder in die liebevollen Arme von ihren Eltern laufen. Das gibt mir zu denken, ob ich mich nicht auch manchmal überschätze. Ja, wenn es einem gut geht, sei mir leicht, seine Stärken zu zeigen. Die wahre Identität sieht man aber erst in Zeiten von Krisen. Wie reagieren wir Sam? Sei mir Sam allem nur so stark, wie wir behauptet haben? Stehe mir jetzt allem nur so groß und selbst überzeugt da? Was definiert wirklich meine innere Größe? Jesus hat groß oder wichtig sein anders definiert. Er hat anders über das Thema gedacht. Seine Steigerungsform groß, größer, am kleinsten. Ah super, Sam hat ja eh Glück gehabt mit meiner Größe. Leider meint Jesus aber die innere Größe. Es war folgende Situation. Die besten Freunde von Jesus, seine Jünger, haben sich gestritten, wer von ihm der Größte, der Bestigste ist. Und Jesu Antwort drauf, wer von eng der Erste sein will, muss den letzten Platz einnehmen und der Diener von alle sein. Und ich denke mir so, Jesus, ich glaube, du hast da was nicht ganz verstanden. Ich will der sein, der bedient werden will. Der Beste muss ja die größten Vorrechte haben und nicht selber in Dreck aufputzen. Ich bin ja was Besonderes, oder? Aber dann fällt mir auf, dass genau da Jesu Liebe uns setzt. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Jeder verdient gleich viel. Wahrer Geist bedeutet es, sein Ego aufzugeben und jemand anderen höher zu stellen als sich selber. Wahrer Geist bedeutet, Liebe auszuüben. Und denkt jetzt bitte nicht, dass ich mich dabei leichter dient hat als jemand von eng. Lass uns das gemeinsam versuchen, Gott zu lieben, uns selber zu lieben und unser Gegenüber zu lieben. Durch das Gebot sei mir gechallenged, uns gegenseitig zu dienen und auch einmal den anderen in Vorrang zu lassen. Hast du Fragen und suchst du Antworten? Dann meld dich gerne bei uns oder lass dir von uns eine Bibel mit einer Lesehilfe zuschicken, wo du selber so viel über Gott entdecken kannst.